In den vergangenen Wochen des Advent haben wir öfter hier ein zeitgenössisches Adventlied gesungen. Wir suchen dich, Gott, doch wir finden dich nicht. Wie fern bist du unserer Zeit? Wir möchten dich sehen und nach Bethlehem gehen, doch der Weg dorthin ist zu weit. Wir fürchten uns sehr, unsere Ohnmacht nimmt zu, Krieg und Terror regiert unsere Welt. Wir möchten dich sehen und zur Krippe hingehen, doch der Stern über Bethlehem fehlt. Zeig du uns den Weg aus dem Dunkel zum Licht. Sende du deinen göttlichen Schein, dass die Furcht uns vergeht und ein jeder versteht, von dir kommt uns Hilfe allein. Im Gegensatz zu den anderen vielen schönen Adventliedern, liebe Schwestern und Brüder, die wir nicht nur kennen, sondern oft und gerne singen, fehlt hier so etwas wie der Goldgrund der Ikonen in diesem Lied. Alle Adventlieder sind voller Sehnsucht, aber hier gibt es schon sehr zeitgenössisch Menschen, so wie wir halt sind, wie wir gestrickt sind, wie wir empfinden, einen Hauch von Resignation und viele, viele Fragen und Zweifel. Wir müssen uns dafür nicht schämen. Wir dürfen sie mit in diese Nacht bringen und erneut so sprechen. Wir suchen dich, Gott, doch wir finden dich nicht. Wie fern bist du unserer Zeit? Ein Grundgefühl von vielen, vielen Menschen. Gott, ganz weit weg. Lichtjahre entfernt. Wie kann man den finden? Und es gibt so etwas wie eine Sehnsucht, die vielleicht nur an einzelnen Punkten im Jahr, soll man sagen, aufflackert, kurz aufleuchtet, so wie in dieser Nacht, wie die Lichter, die wir ins Fenster stellen, die wir hier anzünden, als kleines Zeichen, dass da doch etwas sein muss, dass es doch diesen Weg geben muss, dass es doch möglich sein muss, Gott zu finden, von dem zwar immer weniger die Rede ist, aber an dem einige doch eisern festhalten, zumal in dieser Nacht. Wir möchten dich sehen, nach Bethlehem gehen. Bethlehem, das ist so etwas wie ein Zauberwort. Da war doch mal was. Da ist etwas geschehen. Da ist der Himmel aufgegangen über dem Hirtenfeld. Wir waren eben Zeugen dieses Geschehens. Wir haben es gehört. Wir haben gehört, wie die Engel darauf hinweisen, dass da ein Kind geboren ist. Und dass man in diesem Kind dort in Bethlehem Gott finden kann. Man kann ihm dort begegnen. Die Botschaft höre ich wohl. Allein es fehlt der Glaube. Ist nicht auch selbst das noch an Weihnachten ein viel zu weiter Weg für uns? Wir wollen ja nach Bethlehem finden, aber wie kommen wir dorthin? Das Reisebüro wird uns nicht weiterhelfen und fahren Sie auch in dieser Nacht nicht mit der Bahn. Sie werden nicht ankommen, nicht nur aufgrund des Wetters oder aufgrund, dass die Bahn von Reisen abrät. Wo ist Bethlehem? Diese Frage liegt in dieser Nacht vor uns. Mit all dem, was uns bedrängt, was uns beschäftigt, wo wir gar nicht mehr dazu kommen, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und weiter zu suchen. Wir fürchten uns sehr, unsere Ohnmacht nimmt zu, Krieg und Terror regiert unsere Welt. In all dem möchten wir immer noch dich sehen. Sind wir immer noch dabei, Gott zu suchen? Und dennoch ist das andere so wichtig. All die globalen Fragen, die uns umtreiben. Welche Welt hinterlassen wir den Kindern und Enkeln? Eine verheerte? Wir haben uns ja vollgefressen. Ist ja egal, nach uns die Sintflut.
Stichwort Klimakatastrophe, Stichwort Radikalisierung, auch durch Religion. Wie kann das geschehen in Zeitaltern, die sich für unglaublich aufgeklärt und vernünftig halten? Oder vielleicht gerade in diesen Zeitaltern? Wie kann es geschehen, dass uns das so nahe kommt? Dass wir Gewalt alltäglich erleben, hier mitten unter uns. Gestern Nacht, der Pfarrer von Burbach, im Schlafzimmer überfallen und so zugerichtet und zusammengeschlagen, dass er jetzt in der Uniklinik in Homburg liegt. Wir wollen für ihn beten. Er wird es brauchen. Wie kann das sein, mitten unter uns, dass der Weg zu Gott so unendlich weit ist für viele Menschen? Nicht nur für die, die nach nichts mehr fragen, die keine Rücksicht mehr nehmen, die sich einfach nehmen, was sie wollen und was sie brauchen, sondern auch für uns. Wo liegt Bethlehem? Es gibt geistliche Menschen, die darauf eine Antwort versucht haben. Bethlehem, das ist nicht irgendwo auf der Karte zu finden, auch wenn es diesen Ort im Heiligen Land gibt und doch die Kirche steht, diese alte Konstantinsbasilika oder was davon noch übrig ist, über dem Ort der Geburt nach alter Tradition. Wir müssen nicht unbedingt dorthin fahren, um das zu erleben, was Weihnachten bedeutet. Es ist ein deutscher Dichter, der uns vielleicht helfen kann, zu entdecken, wo Bethlehem ist. Und das ist ein möglicherweise, weil gar nicht so weiter Weg, ein beschwerlicher Weg ist. Der sagt, halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du ihn anderswo? Du fehlst ihn für und für. Und er sagt ein weiteres Mal, dieser Angelus Silesius oder Johannes Schäffler, wie er hieß, und wäre Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du wärest ewiglich verloren. Was heißt das? Heißt das jetzt, dass wir uns mit Hilfe von geistlich ausgesuchten Meistern auch jetzt Weihnachten noch einmal auf den Ego-Trip begeben? Und uns nur in uns selber zurückziehen? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt sehr wohl, dass der Ort markiert ist, wo Bethlehem liegt. Bethlehem liegt in unserem Herzen. Diesen Weg, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir zurücklegen. Ein anderer großer geistlicher Meister, Bernhard von Clairvaux, hat das beschrieben in seiner ersten Adventpredigt. Er sagt, du brauchst, o Mensch, nicht Meere zu überqueren. Das ist nicht nötig. Es ist nicht nötig, die Wolken zu durchdringen oder Berge zu übersteigen. Kein weiter Weg, sage ich, wird dir gezeigt. Du musst Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Weihnachtsweg, der vor uns liegt. Dort beginnt der Stern zu leuchten, wie es der zweite Petrusbrief sagt. Dass in unserem Innern, im Herzen, der Morgenstern aufgeht. Der Stern von Bethlehem. Wie kann das sein? Wege kann man machen. Aber das, was Bethlehem bedeutet, was wir Weihnachten feiern, kann man eben nicht machen. Wir können uns der Mühe unterziehen, uns selber entgegenzugehen, so wie wir sind, mit Dreck und Speck. Und was finden wir? Eben nicht nur uns selber. Oft genug unsere eigene Erbärmlichkeit und unsere Begrenztheit, vor der wir so gerne weglaufen und die wir so gerne anmalen, wo wir uns was umhängen, damit man die nicht erkennt. Was wir dort finden, wenn wir wirklich ganz tief bereit sind, auf den Grund unseres Herzens zu schauen, was wir dort finden, ist Weihnachten. Was wir dort finden, ist Christus.
Seit der Taufe ist er in unser Herz geschenkt. Er ist seit der Taufe in unser Herz gepflanzt wie ein Samenkorn. Man kann das Herz zuwuchern lassen mit vielem. Aber vielleicht sind wir Weihnachten deshalb besonders so dünnhäutig manchmal, auch im Umgang miteinander. Das ist ja oft nur zwischen der Harmonie, die wir so erleben, und dem, was sich dann oft als Konflikt ergibt, sehr hauchdünn diese Schicht. Vielleicht sind wir deshalb innerlich so aufgeraut, weil wir dieser Saat in uns, diesem Licht, das hervorbrechen will, das wir uns nicht selber herstellen können, sondern das uns geschenkt ist, weil wir diesem Licht so nahe sind. Vielleicht hängt damit unsere große Sensibilität in diesen Festtagen zusammen. Aber genau das ist der Weg, wo wir hinfinden müssen. Der Weg in unser Herz, auf den Grund unseres Herzens, dass wir Ja sagen dürfen zu uns. Warum? Weil der Herr immer schon da ist. Weil Christus sich schon geschenkt hat. Weil er Ja sagt zu meinem Leben, zu mir, wie ich bin, zu meiner Begrenztheit und zu meiner Begabung. Immer finde ich ihn schon, wenn ich diesen Weg gehe. Nicht all die vielen Umwege, nicht all das, was wir nach außen so irrsinnig herzeigen wollen und was so wichtig ist, weil wir es nur deshalb tun, weil es die anderen sehen. Du brauchst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegenzugehen, damit es Weihnachten wird, damit der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht. Es ist nicht dieser Weg nach innen, der Ego-Trip oder das sich zurückziehen auf das eigene Ich, sondern hier liegt die große Verbindung, die wir auch an Weihnachten spüren mit all den vielen Menschen um uns herum, in unserer Nähe, aber auch mit denen in der Ferne, wenn wir auch heute wiederum, wie all die Jahre, die große Adveniat-Kollekte halten. Warum sind uns viele Menschen so nah? Weil sie alle in ihrem Herzen den gleichen Herrn haben. Auch das ist Weihnachten, dass der gleiche Herr, der dort als Kind in der Krippe liegt, in meinem Herzen Wohnung nimmt, aber nicht nur in meinem, sondern in deinem und in deinem ebenso. Das verbindet uns untereinander. Wenn wir beginnen zu spüren, dass Christus selber die verbindende Kraft ist, von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, damit wir als menschliche Gemeinschaft endlich das erfahren dürfen, was sich in Bethlehem ereignet hat, wie es das Evangelium eben sagte. Und plötzlich war bei dem einen Engel eine große Menge der himmlischen Scharen. So ist auch plötzlich bei dem, der in sein Herz schaut und voller Überraschung entdeckt, dass Christus da ist und sein Leben hell macht, es beschenkt, dieses Leben führt und leitet, dass dort ganz viele andere noch sind, so wie wir hier versammelt sind, in jedem einzelnen Herzen der gleiche Christus, der uns führt und der uns sagt, ich bin eure Hilfe, ich trage euch, ich lasse mein Licht nicht untergehen über eurem Leben, denn ich bin bei euch, Gott mit euch und Gott für euch. Ich bin Jesus, euer Bruder.